Ja, Leute. Einen wunderschönen guten Tag, hallo und wann auch immer ihr dieses Video seht. Guten Morgen, ja. Guten Tag. Ihr seht, ich bin beim Sebastian wieder und es geht sich wie angedroht um die weitere Verfolgung seines Werdegangs. Jawohl. Hier in der Serie Meerwasser für Anfänger niedergelegt bzw. festgehalten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Video, was jetzt letzten Samstag oder den Samstag gelaufen ist, das hat eine mega gute Resonanz gebracht. Also hätte ich tatsächlich nicht gedacht, dass so viele da so positiv drauf reagieren und mehr sehen wollen. Ja, nur kein Druck. Das ist aber halt auch super interessant. Also ja. Wenn man das Ganze dann anfängerfreundlich gestaltet, erklärt, was ja insbesondere für mich wesentlich einfacher ist, weil da draußen gibt es ja, also jeder, der ja, also ich habe jetzt jemanden kennengelernt, beziehungsweise dem Kerl, dem das Becken vorher gehört hat, der hat in seinem Leben noch nie was mit Aquaristik zu tun gehabt und hat damals quasi ohne jegliches Wissen, sei es, der geht angeln, ja, aber okay, der hat damals nicht mit Süßwasser gestartet, der ist direkt Vollgas ins Salzwasserthema rein und hat sich natürlich über seine Fehler sein Wissen angeeignet. Was aber auch in vielen Fällen einfach super ins Geld geht. Das ist die Problematik. Und wir haben jetzt nicht nur in der Meerwasser-Aquaristik, im Süßwasser ist es genauso, 1000 Wege führen nach Rom. Und das haben wir jetzt dann auch festgestellt. 25.000 Wege sind machbar, sind gangbar. Aber es ist auch das, was ich grundsätzlich immer predige. Für einen Weg entscheiden, einen Weg dran festhalten und durchziehen. Und nicht sagen, oh, dieses Versorgungssystem hat aber einen schön klingenden Namen. Das hätte ich gerne. Das sind auch, ja, dann wechseln die Leute, weil sie glauben, dass sie mit dem anderen Versorgungssystem besser dastehen. Anstatt das eigene wirklich mal konsequent durchzuziehen. Ja, wirklich die eigene Linie des Herstellers. Wenn ich jetzt sage, wenn ich jetzt meinetwegen Balling Light, habe ich ja damals auch gemacht. Das ist ein einfaches System. Man kann es anpassen, man kann es angleichen, wenn entsprechende Verbräuche höher sind. Aber dann sollte man auch tatsächlich genau diese Schiene des Herstellers fahren. Alles das, was der Hersteller zu diesem Versorgungssystem, zu seinem Gesamtkonzept anbietet, sollte man dann auch nutzen. Und nicht sagen, oh, da ist jetzt irgendwas von dem und dem Hersteller rausgekommen, das hört sich gut an, das soll das und das bewirken. Wie verträgt sich das mit meinem System? Und genau da liegt die Problematik. Dieses Ausprobieren, hin und her springen. Ich möchte von dem Hersteller das nutzen, ich möchte von dem Hersteller das nutzen. Und das könnte dann, ja, das kann im Endeffekt dann zu Problemen führen, die wir nicht kontrollieren können. Weil was wir da in den Becken haben, ist Biologie. Und Biologie lässt sich in keinster Weise so steuern, wie wir das gerne hätten. Beste Beispiel: Bakterien. Kommen wir auch nochmal separat zu. Das ist ein Thema, was. Es ist einfach nicht zu kontrollieren. Man kann sagen, ich mache jetzt das und das, dann könnte das und das passieren. Aber in welchem Umfang das passiert, das können wir kaum steuern. Also ja, und grundsätzlich ja auch mit dem Start eines Beckens. Also ich habe mich natürlich im Vorfeld auch gerade eben über YouTube, also eigentlich ausschließlich über YouTube, schlau gemacht, wie so etwas funktioniert. Und jetzt gerade noch im direkten Vergleich zu dem Start dieses Beckens, ich will jetzt nicht sagen, dass das nichts mit dem zu tun hat, was ich sonst jetzt so gesehen habe, aber es unterscheidet sich doch schon gravierend zu dem, was man sonst so sieht. Gravierend in Bezug positiv? Bestes oder? Beispiel. Jeder, also von 10 Salzwasserbecken sind 9 mit Sand. Okay. Also, ne? Und das eine steht bei ihm und hat keinen Sand. Ja. Ne? Und wo wir uns quasi ja, ich möchte, ne? Problematik für den Start ein bisschen rausziehen. Aber das ist ja auch wieder so ein Thema, wo sich die Geister scheiden. Ja, ne? Definitiv. Also ich habe jetzt mein Becken auch, das Acrylbecken, aus zwei Gründen nur mit ohne Sand gestartet. Einerseits habe ich natürlich Schiss, dass es mir Kratzer ins Becken reintritt. Also die Problematik hast du hier nicht, weil du hast ja Glas.
Und das Zweite ist, es wurde mir von vielen gesagt, unter anderem natürlich auch vom Oliver Pritzel, ATI. Er hat es auch bei sich in seinen Videos gezeigt und man sieht es auch, die Becken, die bei ihm stehen, die laufen auch ohne Sand. Und tatsächlich, es ist für den Start eines Beckens und für den laufenden Betrieb eigentlich einfacher zu kontrollieren, weil alles, was sich in dem Becken abspielt, an Nährstoffen, an Schadstoffen etc., ist in der Wassersäule. Und vielleicht ein kleines bisschen im Gestein. Und da wir Eporif haben, darin lagert sich so gut wie nichts an. Und somit haben wir eine von mir aus gesehen kontrollierbarere Umgebung, als wenn wir da jetzt noch zusätzlich Sand reinpacken. Wenn wir jetzt eine Biologie aufgebaut haben und die Biologie einigermaßen stabil ist, dann kann ich sagen, okay, ich packe mir dann jetzt noch ein bisschen Sand rein, weil ich es unbedingt haben will. Vielleicht. Was man dann aber ja wiederum bedenken muss, dass wir da ja auch mit diesen Einsätzen des Sandes aber auch wiederum einen Eingriff in die Biologie wagen. Richtig, ja? Aber es ist dann schon eine Biologie vorhanden. Ja. Momentan haben wir ja die Situation gehabt und haben sie wahrscheinlich noch, das werden wir nachher bei den Wassertests sehen, dass momentan noch nur erst ein minimaler Bereich Biologie vorhanden ist. So, wir haben die Biologie, die sich auf den Steinen aufbaut und in den Steinen. Und in der Wassersäule und auf allen Oberflächen, die halt da vorhanden sind. Da sammeln sich Bakterien an. Hat mich am dritten Abend angerufen, mein Bank, ich habe einen weißen Schleim vorne drauf. Sag, ja, sehr schön. Wie sehr schön? Ja, ich sage, das ist Bakterienschleim. Ja, aus dem Süßwasser kennt man sowas recht selten, würde ich mal sagen, dass du eine weiße Ablagerung hast. Da hast du eigentlich nur die Algen, weil die direkt überwachsen. Hier gehen wir erst über die Bakterien und die Algen kommen dann später. Ja. Und das ist auch das, was wir jetzt momentan versuchen aufzubauen. Wir versuchen, die Biologie an den Start zu kriegen, indem wir Korallen schon eingebracht haben. Das blende ich euch auch separat mal mit ein. Diese Korallen haben die Bakterienstämme dran, die wir eigentlich brauchen. Ja, durch das Einbringen der Korallen bringe ich meine Bakterien ein. Ich brauche keine zusätzlichen Bakterienprodukte. Das ist nicht notwendig und schon gar nicht bei Eporif. Das kann dann im Endeffekt auch nach hinten losgehen. Also was auch wichtig ist zu erwähnen, ist, dass man als Anfänger, so wie ich, bevor man das Becken startet, hat man eben nur Theorie im Kopf. Mhm. Und das ist aber alles dann noch mal ein bisschen einfacher versteht, wenn man das Ding dann hier stehen hat und selber dann anfängt, jeden Tag zu testen und sich da selber dann eben so ein kleines Verständnis für aufbaut, wie das Ganze denn auch funktioniert. Genau, warum, weshalb, wieso? Ja, warum habe ich jetzt einen weißen Belag? Warum wächst da jetzt ein komisches Ding irgendwo bei mir auf dem Riff, wo ich nicht weiß, was es ist? Genau. Und das ist dann die Biologie, die sich dann so langsam aber sicher jetzt etabliert und das muss ich jetzt erstmal einpendeln. Und wenn wir, ich sage jetzt mal, stabile Werte kriegen und eine einigermaßen vernünftige Biologie drin haben, dass unsere Werte stabil bleiben und wir wissen, was wir dosieren müssen, weil momentan haben wir ja tatsächlich nur die Situation, dass wir Stickstoff dosieren und wir dosieren Phosphat. Wir haben noch kein Tröpfchen Essentials reingepackt, weil wir tatsächlich noch keinen Verbrauch diesbezüglich haben. Also der KH-Wert ist, glaube ich, immer noch bei 7,6 festgenagelt, wie vom Anfang auch, seit einer Woche. Es hat also noch keine Kalzifizierung und kein Zug des KHs stattgefunden. Von daher, das schreibe ich jetzt im Endeffekt ein bisschen darauf zurück, dass die Biologie jetzt erstmal so langsam anfängt. Ich denke mal, in der zweiten und dritten Woche wird das dann so langsam anfangen, dann auch in dem Bereich zu ziehen. Aber aufgrund der Tatsache, dass wir den Korallen die entsprechende, ich sag mal, Nährstoffumgebung gegeben haben, dass wir gutes Wasser genommen haben, wo halt nichts anderes drin sein könnte, also sprich das AO, was wir genommen haben, ist eigentlich der beste Start, den man eigentlich nehmen kann. Man hätte das jetzt noch aufpeppen können mit natürlichem Nährwasser, so wie es Tobias Neier auch gemacht hat in seinem Video. Das wäre dann, ich sag jetzt mal, noch ein Top obendrauf gewesen. Aber was ich super interessant fand. Ne? Also ja, definitiv. Für mich, in meinem Kosmos gab es in der Situation vom Aufbau diesen Beckens, wie gesagt, das Osmosewasser mit dem Absolute Ocean. Und dann habe ich von dem Tobi das Video gesehen und dachte, boah, krass, jetzt ballert der dann noch ein drittes. Also das halt aus Flüssigkeit mit aus ein. Wenn dann im Endeffekt genau das rauskommt, was wir im Endeffekt haben wollen, ist natürlich schon krass. Das ist geil.
Ja, aber man muss dann auch das Verständnis dafür aufbauen, dass wenn ich jetzt im Süßwasser, kannst du ja pauschal gesagt, könnte man Leitungswasser nehmen. Das ist von Region zu Region unterschiedlich. Ich kenne selbst Meerwasser-Aquarianer. Warst du auch schon? Das ist die Claudia. Ich weiß nicht, ob sie es noch macht, aber damals, als ich sie kennengelernt habe, hat die ihr komplettes Wasser mit Meerwasser mit Leitungswasser betrieben. Das geht. Wenn die entsprechende Region das Wasser entsprechend aufbereitet hat und da nicht so viele Schadstoffe drin sind, das ist tatsächlich möglich. Aber das ist von Stadt zu Stadt unterschiedlich und von daher ist es, glaube ich, besser, wenn man dann tatsächlich das Wasser so aufbereitet, wie wir es machen. Also sprich erstmal alles raus, was stört, wirklich alles, dass nichts mehr drin ist. Es ist nur noch das reine H2O in fast Laborqualität und dann gibt man da rein, was wir brauchen. Absolute Ocean oder Salz, je nachdem. Und dann haben wir genau das, wie wir es dann im Endeffekt auch stehen haben. Ja. Damit es dann auch funktioniert. Und dass es funktioniert. Das Becken steht jetzt eine Woche und er ist selber shoppen gefahren, hat die Korallen, die ersten schon selber eingesetzt, also wir haben es auch nicht gefilmt, tut mir leid, aber dafür habe ich genug Bilder, die wir dann einspielen können, aber die Korallen sind ins Becken gekommen, sind eingesetzt worden und die sind direkt alle offen, ja. Ausnahmslos alle. Ob das jetzt die Euphilien waren, die sowieso relativ zügig aufgehen, ob das die Xenien waren, die wir unten separat auf den Stamm gesetzt haben. Und als allergrößte Zicke im Becken haben wir eine Pilzlederkoralle mit grünen Polypen. Die ist abgeschnitten worden. Die ist von einem Bekannten, der ist hingesagt, oh, die ist mir zu lang geworden, ich schneide die jetzt oben ab, könnt den Kopf haben. Jetzt haben wir den Kopf mit so ein bisschen Fuß dran. Muss man auch dazu sagen, die haben wir letzte Woche aufgebunden. Genau. Die ist, also der Fuß ist, dann, also wenn, das sind bestimmt locker 1 Zentimeter jetzt in der Woche. Die pumpt sich ja auch auf und durch dieses Aufpumpen wird die ja auch größer. Ja. Ne? Ob die jetzt schon unten festgewachsen ist oder nicht, das ist ja zum Beispiel der Unterschied zwischen Steinkorallen und Leder- und Weichkorallen. Leder- und Weichkorallen kann ich nicht kleben. Die muss ich so fixieren nach Möglichkeit, dass sie selber anwachsen. Und das haben wir mit der Lederkoralle gemacht. Da haben wir... Können wir ja vielleicht einfach mal zeigen. Bringen wir gleich, blenden wir einfach ein. Da sind wir mit dem Zahnstocher hingegangen, haben den Zahnstocher unten durch den Fuß quer gepackt und diesen Zahnstocher haben wir dann auf dem Stein festgemacht. Wichtig bei der ganzen Sache ist, dass dieser Zahnstocher keinen Druck auf das Gewebe ausübt, damit er nicht mit der Zeit nach unten durchrutscht, weil... wenn ich Druck auf Gewebe ausübe, dann reißt es mit der Zeit ein. Und gerade bei den Korallen, die haben recht weiches Gewebe, dann bringt das im Endeffekt nichts. Also der muss im Prinzip nur drauf fixiert sein. Und wie du schon sagst, die hat sich aufgepumpt, die ist auch ein Stück nach unten gegangen zu dem Stein hin und ist dann da tatsächlich jetzt wahrscheinlich in einer Arbeit, sich festzumachen, aber ist auch schon wieder offen. Das ist ja das Nächste. Ja. Die haben wir eingesetzt und trotz alledem, dass dieser Kopf abgeschnitten wurde, eingesetzt, zack, auf. Briareum, okay, ist auch das schöne Unkraut, das Grüne. Was ich aber, glaube ich, schon noch dazu sagen möchte, ist, dass man, glaube ich, eben anhand so einer Situation dann wiederum aber auch feststellen kann, dass die Wasserwerte schon ganz gut sein müssen, ja. Dass die sich irgendwie wohlfühlen. Dass die Gesamtumgebung für die Korallen jetzt wirklich schon so ist, wie sie eigentlich sein sollen, dass sie sich wohlfühlen. Die sind offen jeden Morgen. Ja. Es gibt eigentlich kaum welche, die mal hier und da vielleicht ein bisschen zicken. Tatsächlich mit dem Wasserwechsel von den Korallen. Ja, okay. Das ist auch so eine Sache, die für ihn komplett neu war. Ja. die Korallen nehmen ja im Prinzip das Wasser in sich auf und pumpen sich dadurch auf. So, jetzt kann es sein, wenn man von dem einen Habitat eine Koralle in das andere setzt, dann hat man ja andere, ich sage mal, Grundvoraussetzungen, anderes Licht, leicht andere Wasserwerte, andere Nährstoffverhältnisse. Also bei mir die Nährstoffverhältnisse sind katastrophal im Vergleich zu deinen. Haben wir ja gestern im Video gesehen. Also Nitrat bei knapp 50 und das Phosphat lag, glaube ich, bei einer charmanten 0,1. Jetzt wieder auf dem Weg nach unten. Und hier ist natürlich eine komplett andere Situation. Hier haben wir fast kein Nitrat und der Stickstoff, das Phosphat schwankt momentan zwischen 0,04 und 0,08. Wie genau, schauen wir nachher mal. Und daran muss sich eine Koralle gewöhnen. Und dann gehen die hin
machen natürlich erstmal auf, gucken sich um, auf gut Deutsch gesagt, sagen, hier ist aber komisch. Und dann irgendwann, aus heiterem Himmel raus, ziehen die sich komplett zusammen, schmeißen also einmal das komplette Wasser raus, richtig raus, und machen im Prinzip einen internen Wasserwechsel. Ob da noch zusätzlich was rausgeschmissen wird in dem Moment, weiß ich nicht. Was aber für einen Anfänger dann aussieht, ja, als würden die kaputt gehen. Er war direkt Bild. Was ist mit der Koralle? Alles Hilfe. Was habe ich falsch gemacht? Nein, ja, er hat gar nicht falsch gemacht. Die Koralle hat einen Wasserwechsel gemacht und ich sage es jetzt mal so, einen Wasserwechsel gemacht, um sich an die neue Umgebung besser anzupassen. Was auch noch passieren könnte zum Beispiel, ist, dass braune Schleimfäden von den LPS abgegeben werden. Dass sie sich auf einmal zusammenziehen, dann werden so braune Schleimfäden abgegeben und das sind dann die internen Zooxanthellen, also sprich die Symbiosealgen, die in den Korallen leben. Mhm. Die werden bei, ich sag mal, starken Lichtveränderungen werden die abgegeben. Da muss man dann so ein kleines bisschen das Auge drauf halten, weil das kann im Endeffekt auch dazu führen, dass man, ich komme jetzt nicht auf den Namen, blende ich euch unten ein. Wild wuchernde Zooxanthellen können zur Seuche werden. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, steht unten drunter. Das ist im Prinzip die abgestoßen werden, wandern durchs Becken. Und wenn die richtigen Bedingungen dazu finden und mehrere Korallen sowas gleichzeitig machen, dann wuchert das Zeug. Hm. Und genau das ist dann die Problematik. Ich komme doch nicht drauf, Himmel, sag und. Ja. Genau das ist dann die Problematik, wenn man eine zu starke Lichtveränderung hat oder zu starkes Licht drauf hat und die Korallen können das erstmal im ersten Moment nicht vertragen. Dann Stress. Stress, genau. Ja, weil die Symbiosealgen auf einen gewissen Lichttyp im Prinzip ausgelegt sind. Also die interne Fabrik hat gesagt, okay, wir haben Licht mit der und der Wellenlänge, jetzt ganz, ganz doof und ganz simpel gesagt, wir produzieren jetzt die entsprechenden Algen dafür. Diese Algen sind ja dafür da, um die Koralle dann in der Symbiose zu versorgen. Und dann passt das. So, wenn man die jetzt umsetzt in ein anderes Habitat und die haben anderes Licht, andere Lichtstärke, andere Lichtzusammensetzung, dann können diese Algen nicht mehr ihren Job erledigen. So, und irgendwann merkt die Koralle, da kommt ja unten nichts, Produktion stoppt oder stagniert. Und dann sagen die, okay, dann machen wir jetzt einmal reinen Tisch, schmeißen alles raus, machen neue und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Aber diese braunen Schleimfäden, ich komme nicht drauf. Ich komme einfach momentan nicht drauf. Großes, breites Thema. Wie gesagt, ich habe es eingeblendet. Die können sich, wenn es dann tatsächlich nicht bekämpft wird, oder wenn man keine UVC am Laufen hat, das ist auch zum Beispiel eine Sache, im Becken irgendwo aufs Gestein draufsetzen und dann wild drüber wuchern. Schon wieder ein ganz fieses Szenario, was passieren könnte, aber nicht muss. Dass, wenn man so ein kleines bisschen drauf achtet, mit dem Licht etc., dann passiert sowas in der Regel nicht. Oder nicht gleichzeitig. Schon an Korallen reingebracht und das Becken ist tatsächlich noch richtig, richtig schön clean. Es ist ansatzweise haben wir hier und da noch an den Seiten, ich sag mal, Bakterien, die man sehen könnte. Bakterienfilme, die sich so langsam aber sicher bilden. Aber alles in allem, ihr seht, es sind alle Korallen offen. Die stehen hier richtig, richtig gut. Und das allein nur durch das Wasser, was wir halt benutzt haben, also sprich, gutes, aufbereitetes Wasser, ein gutes Salz,
und eine kontrollierte Nährstoffversorgung. Das ist das, was jetzt im Endeffekt erstmal hier die ganze, sag mal, Umgebung so gut aussehen lässt. Wie sich das jetzt weiterentwickelt. Okay, jetzt ist jetzt ungefähr eine Woche, anderthalb steht das Becken jetzt. Korallen sind jetzt seit knapp einer Woche die ersten drin. Dass das jetzt immer noch klar und clean aussieht, ist einerseits normal. Aber normalerweise sieht man nach dieser Zeit schon, was im Endeffekt hier und da sich Bakterienmatten bilden, die anfangen zu wuchern. Aber das haben wir hier alles tatsächlich unterbunden. Weil wir nach kurzer Zeit, nachdem das Becken angestartet ist, hingegangen sind und haben sich die UV-Mittel zugeschaltet, sodass das Ganze nicht überhand nimmt. Die UV geht jetzt im Umkehrschluss natürlich auch hin und bremst das Ganze so ein kleines bisschen aus. Das ist der Nachteil, wenn man die UVC mitlaufen lässt. Wir haben nicht diese extreme Entwicklung, als wenn wir jetzt keine UVC dabei hätten. Aber das ist gewollt, weil wir diese Biologie langsam aber sicher aufbauen wollen, dass die sich vernünftig ausbildet, aber gleichzeitig das Ganze auch unter Kontrolle haben. Problem ist jetzt, was wir im Endeffekt haben, das Becken mit entsprechenden Korallen zügig zu besetzen. Jetzt kommen wir natürlich in die Problematik. Einerseits brauchen wir viel Biomasse, damit das hier, ich sage es mal, gut umgesetzt wird, weil jede Fläche, die jetzt frei ist, die ihr jetzt seht, im Endeffekt, wo noch nichts draufsteht, ist Besiedlungsfläche für Bakterien. Wenn ich jetzt hier die Flächen, wo die Korallen stehen, mir betrachte, dann ist es im Endeffekt so, dass da, wo die Korallen stehen, dass da weniger Bakterien wachsen können, weil da kommt ja kein Licht hin, das ist abgeschattet. Das heißt, wir haben da, wo wir überall noch freie Steine haben, einerseits die Problematik, wir müssten jetzt schnell wachsende oder größere Korallen einsetzen, damit diese Flächen abgeschattet sind. Aber andersrum haben wir ja auch ein Grundkonzept, was wir hier noch verfolgen wollen. Der Art der Korallen, die wir hier eingesetzt haben. Und von daher ist das jetzt so eine kleine Gratwanderung. Wie viel setzen wir jetzt ein? Warten wir ab, was passiert. Die freien Flächen, wie entwickeln die sich? Wenn die jetzt zusätzlich besiedelt werden, müssen wir dann schauen. Aber alles in allem ist der Weg, so wie wir jetzt hier gegangen sind, absolut, ja, ich sag mal, kontrollierbar. Dadurch, dass wir, ja, okay, jetzt keinen Sand haben. Der eine sagt, ich will auf jeden Fall Sand haben, der andere sagt, muss nicht unbedingt. Jetzt ist es definitiv besser kontrollierbar für den Anfang. Und wenn man dann Sand im Nachhinein noch reinbringt, wie wir es eben auch schon gesagt haben, dann habe ich auch eine Biologie, die damit umgehen kann. Von daher bin ich eigentlich jetzt mittlerweile der Freund davon, wenn ich ein Becken starte, am besten erstmal nackt. Und dann im Nachhinein den Sand reinbringen. Das ist meine persönliche Philosophie, Erfahrung. Und werden wir euch auch im Laufe dieses Projektes hier zeigen. Und ja, ich hoffe, wir konnten euch heute mal ein kleines bisschen schon den Einblick bringen. Und es kommen definitiv weitere Teile. Und wenn ihr noch Fragen oder Ähnliches habt, schreibt es runter in die Kommentare, damit wir das in die Serie mit aufnehmen können und euch beantworten können, warum, weshalb, wieso. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video hier geschaut habt. Und ja, auf geht's zum nächsten Tag. Bis dann. Ciao.